Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wir begrüßen ausdrücklich die Systemumstellung hin zur Haushaltspauschale. Die gerätebezogenen gebundenen Beiträge sind schlicht geworden und überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Von der Pauschale erwarten wir auch für die Bevölkerung eine Planungssicherheit im Sinne von Beitragsstabilität und eine Planungssicherheit auch für die Rundfunkanstalten und vor allen Dingen auch natürlich für Radio Bremen, obwohl wir alle wissen, dass da auch noch mehr hinterhängt. Mit diesem vorliegenden Staatsvertrag ist beides zu schaffen und das begrüßen wir ausdrücklich. Damit sind wir allerdings nicht alleine, erwarten von einer zeitgemäßen Reform der Beitragserhebung aber eben noch einiges mehr. Die Reform ist nämlich erstens nicht zu vermitteln, wenn die GEZ zur Umsetzung massiv Personal aufstocken muss. Denn da wird nichts vereinfacht, sondern es wird noch mehr Bürokratie geschaffen. Und dadurch wird ein noch größerer Anteil des Gebührenaufkommens in Deutschlands ungeliebtester Behörde, der GEZ, versickern. Und das müssen Sie den Leuten damit auch mal erklären. Es ist einfach so, dass diese Doppelung, die da entsteht in diesem Rundfunkstaatsvertrag, mehr Bürokratie und mehr Personalkosten schafft. Die Reform steht rechtlich für uns auch auf tönernen Füßen, wenn Grundrechte wie informationelle Selbstbestimmung nicht seltener, sondern zukünftig noch eher viel häufiger eingeschränkt werden. Die Verpflichtung Dritter, bei der Gebühreneintreibung als Inkassohandlanger der GEZ aufzutreten, ist da ein Beispiel. Das ist für alle Beteiligten ein unhaltbarer Zustand. Ob sich die Konstruktionen, die sich da im Staatsvertrag ergeben, im Falle einer Klage, sagen wir mal zum Beispiel von Haus und Grund, überhaupt aufrechterhalten lässt, ist aus unserer Sicht zweifelhaft. Zu einer zukunftsweisenden Reform gehören zwingend hohe Datenschutzstandards. Und hier mutet der Staatsvertrag leider an, als käme aus den 80er Jahren des letzten Jahrtausends. Das Gesetz strotzt vor Ungereimtheiten, handwerklichen Fehlern und klarer Missachtung verbriefter Bürgerrechte. Deshalb haben wir den Entwurf im Ausschuss abgelehnt und auch in der ersten Lesung. Und wir haben deswegen auch den Entschließungsantrag eingereicht. Wir wollen so schnell wie möglich Nachbesserungen bei den drängendsten Problemen erreichen. Denn die Diskussion im Ausschuss hat eins ergeben. Über die Satzung der Rundfunkanstalten kann Radio Bremen hier in Bremen allein nichts richten. Da ist Ihnen die Hand gebunden. Das läuft nur über die ARD. Als Gesamtrundfunkanstalt wird es nicht tun. Es gibt die Möglichkeit, den Datenschutz zu regeln. In Paragraph 9, glaube ich, im Rundfunkstaatsvertrag war das geregelt. Aber Herr Metzger hat da ziemlich eindeutig klar gemacht, Radio Bremen kann da als Unteranstalt überhaupt nichts machen. Der Staatsvertrag hat für uns massive Sollbruchstellen, oder als kleine Anstalt der ARD, so rum. Das muss die ARD als gesamte Rundfunkanstalt machen, so rum. Gut. Die erste Frage ist, woher kommen die Meldedaten? Da fährt der Entwurf gleich ein ganzes Bündel an Mitteln und Wegen ins Feld. Meldedaten können von den Betroffenen direkt kommen, das ist sinnvoll und erwünscht. Sie können von den Meldebehörden kommen, die ja dank der Meldegesetze auf dem neuesten Stand sind. Es sei denn, man setzt sanktionierte Rechtsverstöße und Meldevergehen als gegeben voraus, was wir erstmal nicht tun. Dann kommen Meldedaten noch von Vermieterinnen und Verpächterinnen, die gegenüber der GEZ auskunftspflichtig werden. Und falls das alles noch nicht reicht, wird der Adresshandel, und das ist unserer Meinung nach eine rechtliche Grauzone, herangezogen. Werte an diesem ganzen Bündel ist aber, dass im Gesetzestext explizit keine Rangfolge der Maßnahmen formuliert wird. Die steht, und das wundert uns, warum auch immer später im Begründungstext und ist damit rechtlich nicht bindend. Das spricht bei diesem ganzen Staatsvertrag für eine starke Verhandlungsmacht der GEZ und der Rundfunkanstalten, die sich natürlich alle Türen offen lassen halten wollen. Dass die Staatskanzleien diesen Passus dennoch unterzeichnet haben, spricht unsererseits nicht gerade für ein Problembewusstsein und auch für ein merkwürdiges Rechtsverständnis. Ein Staatsvertrag, der derartige Grauzonen aufweist, den werden wir nicht mit unterzeichnen. Das ist handwerklich schlecht gemacht und dient einzig und allein der Sammelwut der GEZ, die es sich anschickt, eine Supermeldebehörde zu werden, wie auch der sächsische Landesdatenschützer richtigerweise meint. Und nun zu unserem Entschließungsantrag. Wir haben diese Diskussion im Ausschuss geführt. Wir waren auch sehr für die Diskussion da und hatten uns da ja ein bisschen erhofft, dass Bremen sich eine Art Selbstverpflichtung auflegen kann und haben festgestellt, über dem Ausschuss geht es nicht. Wir wollen die Meldedatenerhebung sparsam, transparent und im Sinne der Datenvermeidung gestalten. Ohne Adresshandel und ohne Handlangerdienste Dritter. Und weil die Meldebehörden ohnehin im ständigen Austausch stehen, braucht es auch keinen Adressaustausch zwischen den Rundfunkanstalten. Der ist überflüssig und schafft nur eine riesige Adressdatenbank. Die liegt dann auch noch doppelt vor.
Und doppelt vorliegende Adressbanken sind auch anfällig für kriminellen Missbrauch. Beispiele aus anderen Ländern zeigen ja, wie schnell das gehen kann. In Israel gab es vor 3 Wochen zum Beispiel den Download der gesammelten Datenbanken der Einwohnermeldeämter. Und das ist ein Risiko, was man mit dieser doppelten irgendwie Datensammlung nicht eingehen sollte. Außerdem wollen wir hier vom Parlament festhalten, dass die Drittbescheinigungen bei Sozialleistungsbezug in Bremen ausreichend sind und irgendwie für die Datenerhebung durchaus genügsam sind. Wir wissen, dass das in Bremen so gehandhabt wird, zumindest vom Jobcenter. Und wir wollen aber auch, dass wir uns dazu verpflichten, dass das für die Zukunft so gemacht wird, dass Sozialleistungsempfänger nicht ihren ganzen Leistungsbescheid vorlegen müssen. Zum Abschluss will ich noch mal was auf Frau Monspann antworten. Es fiel ja eben noch mal das geflügelte Wort der Evaluierung, die für den Staatsvertrag vorgesehen ist. Die ist vermutlich schwer durchzusetzen. Das wird von den Datenschützern auch selber gesagt, den Datenschützern der Ländern. Und praktisch wird dem ja ein weiterer Änderungsstaatsvertrag folgen müssen. Dessen sind wir uns bewusst. Und deswegen wollen wir uns auch hier ein klares Votum von der Bürgerschaft holen, was die Belange des Datenschutzes angeht. Und ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, dass andere Landtage ähnliche Entschließungen verabschiedet haben. Wir würden damit nicht alleine stehen und damit ein Signal senden, dass dieses Verhandlungsergebnis in dieser Form keine behördliche Praxis werden darf. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir beantragen bei unserem Entschließungsantrag getrennte Abstimmung, weil es 3 unterschiedliche Punkte sind und sind mal gespannt, ob sich irgendwie hier eine Mehrheit im Haus anschließen kann. Frau Kollegin,